Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play NHL 2009 hier auf der German Gaming Zone. Es geht weiter mit unseren Edmonton Oilers. Heute sind wir zu Gast bei den Toronto Maple Leafs. Wieder mal ein kanadisches Duell, das heute ansteht. Allerdings ein kanadisches Team aus der Western Conference und ein kanadisches Team aus der Eastern Conference. Ja, zuletzt einmal auswärts bei den Detroit Red Wings. Ja, souverän mit 4:1 gewonnen, damit unseren ersten Platz in der Western Conference und in der NHL verteidigt. Und einen weiteren großen Schritt in Richtung Playoff-Qualifikation gemacht. Die Toronto Maple Leafs, die sind aktuell Sechster in der Eastern Conference, müssen also noch um ihren Playoff-Platz bangen. Da geht's richtig eng zur Sache. Und die wollen natürlich heute auf den heimischen Eis weitere wichtige Punkte in Richtung Playoffs holen. Aber einfach wird das gegen unsere wieder erstarkten Oilers natürlich nicht. Wir sind voller Selbstvertrauen nach dem Auswärtssieg in Detroit und wollen natürlich hier in Toronto nichts anbrennen lassen. Aber naja, den Gegner darf man nicht unterschätzen. Es geht hier gleich mal los mit der Strafe gegen die Maple Leafs. Die wird natürlich erst ausgesprochen, wenn die Hausherrin hier an die Scheibe kommt. Cole mit dem Pass auf Steos. Die Oilers schlingen da eine, eine Linie um die Maple Leafs. Und dann gibt's die Strafe gegen Mark Bell, 2 Minuten für Behinderung. Haken. Ja, kann man natürlich geben, da fährt er den Schläger gegen Sheldon Surrey aus und das soll eigentlich nicht so sein, das ist nicht regelkonform und deswegen Powerplay für die Oilers. Gut für uns, auch wenn wir natürlich in Überzahl nicht unbedingt die effektivste Mannschaft sind, das haben wir in den letzten Spielen immer wieder eindrucksvoll bewiesen. Aber vielleicht stoßen wir heute mal den Bock um und das ist Elishemski, der in den letzten Spielen sehr, sehr stark war. Aber die Maple Leafs können sich da erstmal relativ problemlos befreien. Der Pass auf Dustin Penner. Nächster guter Pass auf Sean Hockoff. Der setzt sich da durch. Aber wieder einer dazwischen. Das gibt's nicht. Also wir kommen hier noch nicht zum entscheidenden Abschluss. Die Maple Leafs sind drin sehr, sehr aufmerksam und immer wieder dazwischen, wenn es gefährlich werden könnte. So, und das ist Gagné mit der Chance. Und es steht 1:0 für die Edmonton Oilers. Sam Gagné, Powerplay-Tor. Nach, ja, rund 6 Minuten die Führung für die Edmonton Oilers in Toronto. Wunderbar von Gagné gemacht, wie er sich da durchsetzt, lässt dem Goalie der Maple Leafs, Toss Keller, keine Chance. Und es steht 1:0 für unsere Oilers. Schöner Treffer, sehenswerter Treffer. Und wir nutzen tatsächlich mal eine Powerplay-Situation aus, also 1:0 für die Oilers. Geht bis hin, denke ich, auch in Ordnung, denn wir mit dem größeren Aufwand begünstigt durch diese frühe Überzahlgelegenheit. Und jetzt steht 1:0 für die Oilers aus Edmonton. Aber es ist noch viel, viel Zeit. Und da ist erstmal Smith. Nächste Gelegenheit für Edmonton bleibt ungenutzt. Stechen an der Scheibe. Und aufgepasst. Dean scheitert an Garen. Gagné. Der Pass auf Wichnowski. Der probiert's nochmal. Cogliano im Nachschuss nicht gefährlich. Stechen wieder. Aber der wird da wunderbar abgeräumt. Gagné. Ah, kein guter Pass. Dean wieder dazwischen. Und dann ist es abseits und die Partie unterbrochen, aber geht doch bisschen ganz gut zur Sache. Aber das Gute ist natürlich, dass wir das frühe Führungstor erzielt haben, denn damit stehen die Maple Leafs hier nun natürlich in der Pflicht, was zu tun. Und das könnte uns natürlich ein großer Vorteil werden. Kravchuk auf Nilsson, der setzt sich da schön durch. Da kommt der Pass und Brühl! 2:0! Gilbert Brühl, Saisontor Nummer 7 von ihm. Und es steht 2:0 für die Edmonton Oilers. Klasse Spielzug, super Pass und Brühl. Im Rückraum hat er gelauert, lässt sich da die Butter nicht vom Brot nehmen und es steht 2:0 für die Edmonton Oilers. Führung also relativ zeitnah ausgebaut. Noch keine 10 Minuten gespielt. Naja, jetzt sind 10 Minuten gespielt. Und die Edmonton Oilers, sie führen mit 2 Toren Vorsprung bei den Toronto Maple Leafs. Das wird immer schwerer für die Hausherren, aber die Maple Leafs sind Kämpfer. Selbst ein 0:2 ist hier natürlich noch lange keine Entscheidung. Aber wir sind auf einem guten Weg, hier natürlich die Punkte mitzunehmen. So, aufgepasst, Gilbert. Schöner Pass auf Nilsson. Ah, warum auch immer er sich da aufs Eis legt. Was soll's, Koliakowo? Tlusty probiert, Garen. Ja, gewagt von unserem Goalie da rauszukommen. Und dann gibt's am Ende die Strafe gegen uns. Dennis Grabuschkow, 2 Minuten für Cross-Checking, er muss auf die Strafbank. Ja, das ist tatsächlich eine richtige Entscheidung. Warum und wie auch immer er da schlägt. Naja, was soll's. Wir in Unterzahl. Hoffentlich geht das gut. Cogliano auf Ethan Morrow. Und der Entlastungsangriff findet keinen Erfolg. Aber Gilbert holt sich da gleich nochmal die Scheibe. Morrow, nein! Das darf doch nicht wahr sein. Der Toscala hatte sich da schon auf den Boden gelegt. Riesenchance und im Gegenzug die Maple Leafs. Und Matthew Garen
erfüllt seinen Dienst standesgemäß. Ganz stark von unserem Goalie, fast der Anschlusstreffer der Hausherrin. Und aufgepasst, schon wieder Toronto. Die machen jetzt hier ernst und die wollen den Anschluss in dieser Partie herstellen. Aber Matthew Guerin mit einer sehr starken Leistung bis hierhin. Hatte zwar noch nicht allzu viel zu tun in diesem Spiel, aber wenn er was zu tun bekam, dann war er zur Stelle. So, aufgepasst, da geht's natürlich wieder ab in die Offensive. Aber Corley Acker, wo hat aufgepasst. Und die Oilers hinten offen wie ein Scheuntor. Aber die Leafs zu uneffektiv aufgepasst. Meine Herren, was ist denn hier los? Und Kobina und aufgepasst. Die Maple Leafs sind spielfreudig und wir müssen da hinten raus. Sean Horkoff setzt sich da in Szene. Horkoff alleine gegen Toskala. Aber der Gegenangriff scheitert. So, aufgepasst. Krabuschkow wieder von der Strafbank. Es gibt kein Icing gegen uns. Da waren wir zu langsam. Ja, richtig temporeiches Spiel jetzt, muss man sagen. Und die Maple Leafs am Drücker. Aber wir schaffen es immer wieder, uns zu befreien. Mal mehr, mal weniger gut. Aber im Grunde macht das unsere Defensive relativ geschickt. Yves Mo, die letzten Sekunden des ersten Drittels laufen. Nochmal die Oilers. Kommen wir dann nochmal zur Chance, ja, Cogliano, aber der scheitert an Toskala. Und das war's. Die ersten 20 Minuten sind rum. Es steht 2-0 für die Edmonton Oilers gegen die Toronto Maple Leafs. Eine ausgeglichene Sache, aber unsere Oilers ganz einfach effektiver. Mit zwei relativ frühen Toren in diesem ersten Drittel. Naja, aber 40 Minuten sind noch zu spielen. Gewonnen ist hier noch lange nichts. Und da lassen wir uns mal überraschen, was noch so geht. Die Maple Leafs hatten vor allem gegen Ende des ersten Drittels richtig Dampf gemacht. Alles darauf gesetzt, den Anschlusstreffer zu erzielen. Das ist nicht gelungen, weil unser Matthew Guerin mal wieder ein bisschen sehr, sehr stark hält. Aber auch er wird demnächst natürlich mal wieder eine Pause bekommen. Das heißt, Twain Rollison wird in einem der nächsten Spiele auf jeden Fall mal wieder halten dürfen. Nicht, weil er die neue Nummer 1 wird, sondern ganz einfach, weil Matthew Guerin noch eine Ruhepause braucht. Wir sollten ihn auch, denke ich, wenn wir eventuell den Playoff-Einzug schon frühzeitig klar machen, dann Guerin etwas Ruhepause geben, bevor es dann in die alles entscheidenden Playoffs gibt. Aber so weit wollen wir noch nicht denken, denn so weit ist es noch nicht. Selbst unsere Oilers, die zwar aktuell punktbestes Team in der Liga sind, können rein theoretisch noch von einem Playoff-Platz verdrängt werden. Auch wenn das relativ unwahrscheinlich ist, aber es ist alles möglich. Und deswegen wollen wir hier nicht gleich hochnäsig oder arrogant werden. Noch ist uns der Playoff-Platz nicht sicher. So, aufgepasst, Sheldon Surrey. Dann mit dem Pass auf Horkoff. Und das gibt jetzt Raum für den guten Angriff. Otemski alleine gegen Toskala. Gut gemacht. Da kam noch der Dieg nach, ja, zur anderen Seite. Hat da Toskala noch ordentlich verwirrt, aber den Schuss setzt er leider neben den Kasten. So, ein bisschen Gesprächsbedarf zwischen unserem Coach und seinem Assistenten. Gut, und es geht weiter mit einem ganz, ganz schlechten Pass, aber den kriegt Cogliano fast noch. Kolejka, wo hat er aber aufgepasst? Kurborski ist in Station, aufgepasst! Nächste gute Chance für die Leafs. Aber sie scheitern entweder an dem überragend haltenden Guerin oder an sich selber. Also Chancen haben die Leafs jetzt mittlerweile mehr als wir. Sie sind überlegen, die Hausherrin aus Toronto. Aber sie machen keine Tore. So, und wir wieder mit der Chance, Cole. Toskala stark. Verhindert dort das 3-0. Das hätte natürlich so eine Art sportlicher Genickbruch für die Hausherren sein können. So, Matthew Guerin, der ist aber auch aufmerksam. Der spielt auch immer schön mit. Also ich kann es nur nochmal sagen, wir haben mit unserem Goalie in dieser Saison einen richtigen Glücksgriff gehabt. Das hätte ich nicht erwartet. So, aufgepasst. Meyers an der Scheibe für die Leafs. Und kommt da was bei raus? Es kommt nichts bei raus. Wir können uns wieder befreien mit unseren Oilers. Oh, das gibt eine nächste gute Chance. Cole und Cogliano im Doppel scheitern an Toskala. Auch der Goalie der Leafs macht seinen Dienst auf jeden Fall gut. Aber er konnte eben schon zweimal überwunden werden. Das ist bis hierhin entscheidend. Nilsson, Pisani. Wieder die Oilers, wieder die Scheibe weg. Blake, Mayers. So, und aufgepasst. Da müssen wir da sein, sind wir auch. Schilbert, Pisani. Cool. Ah, schlechter Pass wieder. Also es ist nicht das überragendste Spiel von unseren Oilers, aber ja, die Maple Leafs scheitern halt wirklich hier an sich selbst und an unserem überragend haltenden Goalie Guerin. Denn ich glaube, sonst so von der Leistung her wäre für die Hausherren hier mehr drin als der Rückstand. So, Blake. Aber schön aufgepasst da hinten drin. Aber wir machen das defensiv auch relativ clever, aber offensiv geht nicht immer allzu viel zusammen. Also das ist Licht und Schatten heute, unser Spiel.
Aber naja, solange das erfolgreich ist, sowieso unwichtig. Lusty. Ponikorowski, Ifmo, Wichnowski und ab geht's wieder in die Offensive. Sehr gut gelöst. Und Toskala zur Stelle. 4 Minuten und 25 noch im zweiten Drittel. Die Edmonton Oilers führen unverändert mit 2 Toren Vorsprung gegen die Toronto Maple Leafs. In einer unterhaltsamen Partie, in der eigentlich die Maple Leafs den Ton angeben. Aber die Oilers die Tore schießen. So, aber jetzt vielleicht die große Konterchance. Denn da sind wir zu langsam in der Rückwärtsbewegung. Aufgepasst, Garen. Garen ist zur Stelle. Und da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Da kann man ruhig dort hinten nochmal ein paar Fehler machen. Unser Goalie ist heute immer da. Und meine Herren, fast das 3-0. Aber nur fast. Toskala war da schon wieder auf dem Weg nach unten. Wäre wohl geschlagen gewesen. Aber wir kommen wieder nicht zum Schuss. Lusty. Oder Tlasti, je nachdem, Sache der Aussprache. Und Ponikorowski. Gleich zweimal scheitert er da. Am überragend agierenden Garen. Die letzten Sekunden laufen jetzt hier wieder im zweiten Drittel. Passiert da noch was oder geht's mit 2-0 in die Drittelpause? Aufgepasst, stellen Suri nochmal raus da hinten. Höchstens nochmal eine Chance für die Oilers. Hurkov und er ist sogar drin. Aber zählt nicht mehr, denn die Zeit ist abgelaufen. Das ist natürlich schade. Fast das 3-0. Aber naja, Zeit war schon rum. Also die Oilers führen mit 2-0 unverändert in einem ausgeglichenen zweiten Drittel, in dem allerdings die Maple Leafs etwas mehr Chancen hatten, muss man sagen. Ja, nicht nur etwas, sie haben sogar ganze 10 Schüsse mehr als wir zustande gebracht. Also die Überlegenheit der Maple Leafs ist spürbar. Aber sie nutzen ihre Chancen nicht. Die Oilers ganz einfach effektiver am heutigen Tag. Und das ist bis hierhin der ausschlaggebende Grund, warum wir mit 2-0 führen, natürlich auch, dass unser Goalie Matthew Garen wieder einen blendenden Tag erwischt hat und ein bisschen alles hält, was zu halten ist. Aber 20 Minuten haben wir noch, da kann viel passieren. Und die Maple Leafs sicherlich auch gewissermaßen mit Wut im Bauch, denn die wollen ja die Punkte, die brauchen die Punkte unbedingt. Wir könnten uns mal eine Niederlage verschmerzen. Das ist natürlich noch gar kein Grund, hier zu verlieren. Beziehungsweise die Punkte ganz einfach so zu verschenken. Wichnowski probiert es, Pavel Kubina. Krabowski. Nicht gut genug der Check, aber wir haben trotzdem die Scheibe. Weil die Maple Leafs nicht viel aus ihrer Angriffssituation machen. Cogliano alleine, aber erfolglos. Alexander Steen. Krabowski wieder und aufgepasst. Garen, ja, kleine Unsicherheit von ihm. Und das hätte richtig schief gehen können, tut's aber am Ende nicht. Cogliano. Pass auf Gagne. So, da kommt der Pass. Cole. Ah, schlecht gemacht. Aber Smith badet da den Fehler seines Teamkollegen aus. Und ist zur Stelle. Cogliano. Setzt sich da schön in Szene. Der Pass auf Cole. Und wieder Toskala zur Stelle. Der Goalie verhindert einmal mehr das 3-0. So, und aufgepasst. Pisani. Ah, schlechter Pass. Aber Brühl kriegt ihn eventuell noch. Der Torschütze des 2-0. Gilbert Brühl. Stechen wieder. Krabowski. Gilbert. Oh, schlecht gemacht. Ponikorowski probiert. Aber kein Problem für Matthew Garen, unser Goalie. Da sicher. So, nächster Angriffsversuch. Ja, ja, die Maple Leafs immer noch am Drücker. Aber jetzt nicht mehr ganz so energisch wie vielleicht noch im zweiten Drittel. Und nach wie vor einfach erfolglos. Ist natürlich bitter für die Ausherren, wenn sie das hier verlieren, aber naja, egal, am Ende freuen wir uns über die Punkte. Denn auch wir können sie gut gebrauchen. Toskala zur Stelle. 10 Minuten und 30 noch. Geht hier noch was für die Maple Leafs oder behalten uns Oilers die Nerven? Wir haben es bis hierhin sehr gut gemacht. 2,5 Drittel lang haben wir uns hier wirklich nichts anmerken lassen. Keine Nerven gezeigt. Und das wirklich gut gemacht. So, aber da erst einmal noch die Maple Leafs. Stortini. Und da gibt es nochmal die Strafe gegen uns. Und zwar gegen Ifmo, 2 Minuten für Hoherstock. Ja, und das kann man geben. Muss natürlich nicht sein von Mo, aber naja, was geschehen ist, ist geschehen. Kann man jetzt sowieso erstmal nicht rückgängig machen. Und es geht weiter mit Überzahlspiel der Maple Leafs. Surkov. Und da kommt der Pass in die Mitte auf Nilsson. Er scheitert an Toskala, Metsandin, Blake.
Sandin jetzt mit der Chance und aufgepasst, Blake nochmal. Doppelchance für die Maple Leafs, aber sie bleibt wieder ungenutzt. Und Nilsson jetzt mit dem Konter, Toscala zur Stelle. Und das ist natürlich bitter, aber naja. Was soll's, nach wie vor 2-0 für die Oilers, nach wie vor alles in Butter. So, Bell. Und aufgepasst nochmal die Chance, Matthew Guerin. Auf der Hut, der Pass auf Cogliano. Der alleine gegen alle und Toscala wieder zur Stelle. Und die Zeit rennt ja jetzt natürlich unnachahmlich. Das ist bitter für die Maple Leafs. Die haben kaum noch Zeit, liegen 2-0 hinten. Und die Oilers machen das sehr clever. Ponikorowski da von den Schlittschuhen geholt. Perrin und aufgepasst. Smead, uiuiui, wo klärt der denn hin? In den Rückraum, das war nicht so clever. So, das ist den Penner. Wir haben die Überzahlsituation des Gegners überstanden, sind wieder vollzählig. Andropov. Aufgepasst. Sandin probiert und dann ist er drin. Jason Blake mit dem Anschlusstreffer. Nur noch 2-1. Die Toronto Maple Leafs schlagen zurück. Sandin scheitert zunächst noch an Guerin, ja, und Blake, der staubt dann ab. Naja, klar, alles kann der Guerin ja auch nicht festhalten. Und somit sind die Maple Leafs wieder dran. Nur noch 2-1. Nur noch ein Torunterschied. Und noch 2 Minuten und 55 Sekunden bleiben den Maple Leafs aus Toronto, um dieses Ergebnis eventuell zu egalisieren. Und genauso ist es, das darf jetzt nicht wahr sein. 2-2. Niklas Hägman macht den Ausgleich. Matthew Guerin kann den ersten Schuss nur abprallen lassen. Wenn er da überhaupt noch dran war, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall der Nachschuss, er ist drin. Und da würde ich Guerin nicht ganz schuldfrei sprechen, denn den muss er eigentlich haben. 2-2. Binnen von Sekunden gleichen die Toronto Maple Leafs hier aus. Haben sich fast, ja, 60 Minuten des Spiels lang die Zähne an der Defensive der Oilers ausgebissen, hatten zwar die besseren Chancen, konnten sie aber nicht nutzen und jetzt machen die hier den Doppelschlag und es steht 2-2, ich werde nicht mehr. Aber ich will hier um keinen Preis in die Verlängerung gehen. Meine Herren, wir hatten das doch so lange im Griff hier, wir standen noch so lange kurz davor, das so über die Runden zu bringen und dann sowas. Das ist natürlich extrem bitter und muss echt nicht sein, aber naja. Da haben unsere Oilers für ein paar Sekunden Winterschlaf gehabt und schon fängt man sich zwei ganz, ganz bittere Gegentore. Aber vielleicht können wir es ja doch noch in der regulären Spielzeit hier klären. Stortini, schlecht gemacht, Lasti. Steos. Der schöne Pass auf Brodziak. Gut gemacht, Stortini, 3-2. Ja, Mann, Zach Stortini mit der erneuten Führung für die Oilers. Viertes Saisontor, 3-2. Für die Jungs aus Edmonton, meine Herren, was nimmt das Spiel hier für einen Lauf? Zunächst holen die Leafs kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit einen 2-Tore-Rückstand binnen von Sekunden mit 2 Treffern hintereinander auf. Und dann machen wir doch noch den Lucky Punch kurz vor Schluss. Stortini zur Stelle und er schlägt Toscala zum dritten Mal. Und unsere Oilers, sie wussten, jetzt müssen sie nochmal ran hier. Und es hat Erfolg und es steht 3-2. Und wir stehen kurz davor, hier die 2 Punkte aus Toronto zu entführen. Aber aufgepasst, noch einmal die Leafs und noch einmal Guerin überragend. Stejos jetzt raus da hinten. Bekommt Hemsky den noch vom Gegner? Ja, nein, es gibt Icing. 7,4 Sekunden noch. Noch einmal zittern für den Auswärtssieg. Das wird noch richtig heiß, aber wir können uns befreien. So, Ray bringt das Ding raus und das muss reichen. Und das reicht auch und wir gewinnen bei den Toronto Maple Leafs mit 3-2. Ein Herzschlagfinale, wie es im Buche steht. Also bis 3 Minuten vor dem Ende, rund 3 Minuten vor dem Ende haben wir souverän 2-0 geführt. Ein Doppelschlag der Hausherrin, indem sie erst den Anschlusstreffer und dann den Ausgleich erzielten. Und in der letzten Minute macht Stortini dann den glücklichen Siegtreffer für unsere Oilers und wir gewinnen in Toronto. Der dritte Star heute, Jason Blake, mit einem Treffer. Das war der zum 2-1 für die Maple Leafs. Dann der zweite Star, Zach Stortini, der Siegtorschütze mit einem Treffer. Und der erste Star, natürlich Matthew Guerin. 34 Schüsse hat er abgewehrt. 2 Gegentore kassiert, aber am Ende auch egal, denn wir gewinnen bei den Maple Leafs. Ein verrücktes Spiel. Toronto war lange Zeit wirklich die bessere Mannschaft, hatte die besseren Chancen. Naja, und unsere Oilers haben meist ein bisschen sporadisch gewirkt, waren einfach nur körperlich anwesend, aber wir waren effektiv. Wir hatten im ersten Drittel früh 2 Tore gemacht, dann die Führung lange Zeit clever verteidigt. Ist natürlich bitter, dass wir dann zunächst gegen Ende des Spiels noch den Anschlusstreffer kassieren und dann den Ausgleich.
Aber wir haben eben bewiesen, warum wir aktuell Erster sind in der NHL, weil wir eben wirklich so eine der effektivsten Mannschaften und denke ich vielleicht auch ganz einfach der stärksten zählen. Da machen wir dann einfach noch den Siegtreffer. Trotz der beiden Rückschläge kurz davor ist das schon stark. Also unsere Oilers gewinnen mit Glück, aber sicherlich auch nicht ganz unverdient bei den Toronto Maple Leafs mit 3-2. Es war ein tolles und verrücktes Spiel. Ich bedanke mich dann wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und sagt bis zum nächsten Mal bei Let's Play NHL 2009. Macht's gut, Leute. Ciao.